Was wird morgen hier passieren? Hier wird ein aufsehenserregender Prozess ablaufen. Und ich erwarte ein großes Polizeiaufgebot, das uns hier erwartet. Das ist immer, wenn ich einen Prozess habe, ist ein Polizeiaufgebot. Ich habe es nur ein einziges Mal erlebt, dass ein Richter keinen einzigen Polizisten aufgeboten hat. Normalerweise ist immer Großangebot, sogar Polizeigrenadiere werden manchmal eingesetzt. Es gibt einen Freimaurer namens Claude Büdry. Der hatte ein Bauernhaus, das angebaut war ans Bauernhaus von Jakob Gugknecht, ein Landwirt. Und das war 2002, hat dieser Claude Büdry das Haus, das Bauernhaus seines Nachbarns angezündet mit einer Sprengladung, damit auch sein Haus abbrannte, und hat dadurch 2,1 Millionen Schweizer Franken Versicherungsgelder ertrogen, um sich ein Schloss zu bauen. Der Bauer wurde verurteilt wegen Fahrlässigkeit, er habe schlecht getrocknetes Heu eingefahren und das hätte sich dann selbst entzündet. Der ist heute ruiniert. Finanziell und auch körperlich. Beim Retten des Viehs hat er eine Rauchvergiftung erlitten. Und der Claude Büdry hat damals nicht geklagt. Erst als wir dann 2 Monate später nachgedoppelt haben mit der Verteilung von 10.000 Flugblättern. 10.000 Flugblättern haben wir hier in der Gegend verteilt, wo wir diese Schandtat angeprangert haben. Da hat er geklagt, ich hätte ihn verleumdet. Und da läuft jetzt morgen dieser Prozess ab. Büdry gegen Ulrich wegen Verleumdung. Wer hat diese Versicherungssumme kassiert? Ja, das war der Claude Büdry, das war die kantonale Gebäudeversicherung, die ist ja obligatorisch, jeder Hausbesitzer muss bei der versichert sein im Kantonwart. Die haben 1,8 Millionen hingeblättert und dann die Zürich-Versicherung, die haben auch noch 280.000 Franken locker gemacht. Dieser Herr Büdry hat also skrupellos kassiert? Er ist Tiefbauingenieur. Spezialist der Schweizer Armee für Explosionsstoffe. Der profitiert von der Seilschaft, der Freimaurerei. Da hängen mit drin der Generalstaatsanwalt, der Obergerichtspräsident und so weiter. Der Kommandant der Kantonspolizei, alle hängen mit drin. Und das möchtest du aufklären? Ja. Hast du genügend Beweismaterial gesammelt? Wir schwimmen in Beweisen. Wir ersaufen in Beweisen. Wir haben Leute von 7 Ländern heute hier als internationale und nationale Prozessbeobachter. Aus der Schweiz natürlich. Dann haben wir ein Dutzend Franzosen, die kommen werden, sind noch nicht alle hier. Wir haben Deutsche, wir haben einen Österreicher, wir werden einen Belgier haben, eine Engländerin und es gibt schon eine Italienerin hier. Also einige Nationen, die da sind, die zu diesem Prozess als Prozessbeobachter angereist sind. Wer wird an namhaften Persönlichkeiten hier erscheinen? Herr Nationalrat Luzi Stamm, ehemaliger Gerichtspräsident von Baden. Wir Dissidenten, Whistleblowers, wir Justizopfer, die aufbegehren gegen die Tyrannei, wir sind das Salz der Demokratie. Heute feiern wir meinen 14. Strafprozess. Es geht um einen Freimaurer, der das Haus seines Nachbarns angezündet hat und sein eigenes, um einen Versicherungsbetrug zu begehen und ein Schloss bauen zu können. Der hat mich angeklagt, weil ich das angeprangert habe. Es geht um diesen Prozess, ein Freimaurer gegen Ulrich. Die Freimaurer haben einen großen Fehler gemacht. Sie sind nämlich wie eine Seilschaft. Wenn einer abstürzt, dann riskiert er, alles mitzureißen. Also die einzige Rettung ist dann, das Seil zu kappen und den Mann fallen zu lassen. Sie haben ihn nicht fallen lassen. Die ganze Seilschaft wird abstürzen. Und das wird Sturzwellen auslösen, dass die Waadtländer Regierung wahrscheinlich zurücktreten muss. Und es wird
Wellen geben bis nach Bern und ich hoffe bis nach Straßburg. Anbegehren als Zwischenentscheid antragen, nicht immer unterbrochen werden. Nein, es findet kein Abschwören statt. Man ersäuft in Beweisen des arglistigen Verbrechens, gedeckt durch das Justizverbrechen. Ich prangere weiterhin das Komplott zum Nachteil des Bauern Jakob Gutknecht an. Anbegehren eines Zwischenentscheids. D'accord, mais là, vous êtes en train de faire un monologue, ok? Moi, je veux savoir ce que vous voulez, et vous me répondez. Qu'est-ce que vous voulez? Et après, vous plaiderez. Anbegehren eines Zwischenentscheids. Qu'est-ce que vous voulez? Was möchten Sie? Ja, madame. Alors, was? Anbegehren eines Zwischenentscheides. In Anbetracht der Anzahl der in diesem Skandal verwickelten Magistrate wäre es lebensfremd zu behaupten, dass die restlichen Waadtländer Magistrate überhaupt keine Beziehungen mit den straffällig gewordenen Amtsbrüdern hätten. Seien dies Beziehungen freundschaftlicher Natur, des Korporationsgeistes oder gar unter dem Einfluss der Geheimgesellschaft. Donc, monsieur le riche, écoutez-moi. Maintenant, j'ai compris. Vous demandez la deuxième, c'est ma récusation. Monsieur le riche, vous m'écoutez, s'il vous plaît. J'ai bien compris. Donc, maître Raymond, il demande que je signe une déclaration transparente. J'ai bien compris. Et puis, il demande ma récusation. Je crois qu'il voulait encore demander autre chose. Alors, autre chose, c'est parce que moi, je ne vais pas écouter, monsieur le riche, dire. Das rechtliche Gehör, wo ist c'est das rechtliche quoi, Gehör? La troisième chose, c'est quoi, monsieur le riche? Das rechtliche Gehör wird mir verweigert. C'est quoi la troisième chose? Ja, ich möchte meinen Antrag. Vous plaidez pas, vous me dites. Ich habe es vorbereitet. Après, on plaide. Alors, la troisième requête, c'est quoi? Es geht weiter. Ouais, je veux pas vous entendre lire et plaider. D'accord, la présidente, on met au PV, le prévenu est entendu, la présidente rappelle au prévenu qu'il n'y a pas lieu actuellement de plaider. Ich gebe Ihnen meinen Pflichtvertreter den Auftrag. C'est quoi la Briten? Ich gebe Ihnen den Auftrag, protokollieren zu lassen, dass mir das rechtliche Gehör verweigert wird. Ok, monsieur Rich, donc c'est quoi la troisième? Also kann ich fortfahren. Je ne veux pas de plaidoirie. Dites-lui, il doit me dire la requête. Es ist kein Plädoyer. Es ist non, ein Anbegehren. Non, il n'y a pas de plaidoyer. Il n'y a pas de plaidoyer. Nein, es ist ein Anbegehren eines Zwischenentscheids. Ok, alors, il y a quoi? C'est quoi la troisième? Soit il répond. Was ist das beste Punkt? Soit je considère. J'ai pas compris. Ah. Parce que là, le reste, j'ai pas compris ce qu'il entendait. Clé USB? Jawohl, okay. So können Sie es leicht ins Urteil übernehmen. Ich erleichtere Ihnen okay, die Arbeit. Chose, ja, ich gehe normalerweise wie bei einem Notar, dass man wie bei einem Notar ein Anbegehren vortragen kann. Sie verweigern mir das, aber ich gehe jetzt davon aus, dass es geschehen ist. Monsieur le riche, moi je veux bien vous écouter. Je veux bien statuer sur ce qui s'est passé avec l'acte d'accusation. Il n'y a pas de souci. Mais vous me laissez faire mon travail. Parce que là, vous ne me laissez pas faire mon travail. Kommt Leute, on part. Nous avons encore mieux à faire. Alors, monsieur le riche, je vous raconte au fait que si vous partez. Monsieur le riche, je n'ai pas eu le droit d'être entendu. Alors, vous avez tout ce que j'avais à dire par écrit. Vous avez jugé, monsieur le riche. Vous serez jugé, vous ne serez pas par défaut. Mais vous n'avez pas besoin de moi. Mais, bien sûr. Mais oui, vous pouvez faire votre petit jeu entre vous. Alors, on va mettre que la prévenue explique à la prévenue. Pestalozzi wäre tief bedrückt zu hören, was heute in unserem Land läuft, dass Leute versklavt werden.
Das hat er sich so nicht vorstellen können, dass das heute, 200 Jahre nach seinem Wirken, immer noch so abläuft.